Ja, Freunde, kurze Frage an Herrn Maas. Was denn nun? Im November 2015 hat er noch genau das Gegenteil behauptet, genau wie de Maizière, Merkel und so weiter, wie die ganzen Konsorten heißen. Ja, wir hören es uns einfach nochmal an. Ihr Kollege de Maizière hat davor gewarnt, die Flüchtlingsdiskussion zu vermengen mit der Terrorgefahr. Welche politischen Maßnahmen müssen Ihrer Meinung nach oder Reaktionen wären die richtigen jetzt? Ja, so wie es Herr de Maizière gesagt hat, es gibt keine Verbindung, keine einzige nachweisbare Verbindung zwischen dem Terrorismus und den Flüchtlingen, außer vielleicht eine, nämlich dass die Flüchtlinge vor den gleichen Leuten in Syrien flüchten, die verantwortlich sind für die Anschläge in Paris. Und deshalb ist das, glaube ich, auch völlig unverantwortlich, eine Verbindung herzustellen, ohne jeden Beweis. Und nachdem wir uns das nun angehört haben, fragen wir doch einfach mal Herrn Maas, was nun? Wer hat denn nun geschwindelt oder hat Pegida recht gehabt, als wir vor genau dieser Gefahr gewarnt haben? Herr Maas, Sie sind am Zug.